mal bitte. Hallo, schönen guten Tag, die Polizei. Hallo. Guten Tag. So, was ist los? Wir haben Sie gerufen, ich bin die Claudia Fink, das ist meine Tochter Sonja und wir möchten gerne hier zu dem Ralf Nickel, der wohnt hier. Wir vermissen seine Tochter Elli. Wahrscheinlich seit gestern Abend ungefähr, da ist der Kontakt abgebrochen nach einer SMS, die sie bekommen hat. Ja, ich habe gestern Abend nochmal mit Elli geschrieben, hat mir mitgeteilt, ja, dass sie sich wieder gezopft haben, was wohl momentan üblich ist. Und woanders kann sie nicht sein. Und Sie sind eine Freundin von dem genau, Ralf Nickel? Also ich bin eigentlich die beste Freundin gewesen von seiner Frau. Die ist verstorben vor zwei Jahren an Knochenkrebs. Also es war sehr tragisch für ihn. Ja, er ist auch deswegen so ziemlich neben der Spur, ungefähr auch seit zwei Jahren. Also ist er denn tatsächlich... Ach, ah, da ist er, ist er da. Hallo. Hey. Die Polizei hat mich doch gesehen. Ich habe gerade was gehört, aber... Ralf, bitte öffne die Tür. Mann, auf. Herr Nickel, die Polizei. Herr Nickel, machen Sie einmal... Hallo. Schönen guten Tag, hallo, die einmal Polizei Duisburg. Machen Sie einmal bitte kurz die Tür Ralf, auf. Ralf, warum machst du nicht auf, weil wir klingeln hier da die ganze Zeit? Wir machen uns doch Sorgen. Claudia, ich bin fertig mit den Nerven. Ja und? Wir auch? Okay. Herr Nickel, können wir einmal bitte kurz reinkommen? Ich versteh's nicht. Ich habe eine ganze Nachbarschaft mitbekommen. Dürfen wir einmal kurz rein? Auch wenn der Witwer das Bild eines gebrochenen Mannes abgibt, irgendetwas scheint der Vater der vermissten Elli verbergen zu wollen. Ich habe eine Frage, was... Verstecken Sie hinter dem Rücken. Ich will einmal bitte Ihre Hand sehen. Das ist so in Ordnung. Auch für unsere Sicherheit, bitte einmal Ihre Hand zeigen. Nein. Herr Nickel, bitte. Einmal nach vorne. Was haben Sie gemacht? Nichts. Ralf, sei ehrlich. Sie hat mir gestern Abend noch geschrieben, dass ihr euch gestritten habt, weil sie ja die ganze Zeit überall hier aufräumen muss und so. Und irgendwie hat sie dann nicht mehr geantwortet. Komischerweise, wo ich nochmal angerufen habe, war alles weg. Ja, also sie war nicht mehr erreichbar. Es muss doch irgendwas vorgefallen sein, jetzt deine Hand auf einmal. Ich kann es nicht verstehen. Erklär's mir. Jetzt hau sie doch mal raus, also das ist schon sehr verdächtig. Ich habe mich eben fürchterlich über mich selbst aufgeregt. Ich habe einen alten Spiegel zertrümmert vor Wut, als ich mein Spiegelbild darin gesehen habe. Weil ich vermute mal, dass meine Tochter auch wegen mir weggelaufen ist. Ist das der Spiegel gewesen? Das ist der Spiegel gewesen, ganz genau. Und da habe ich oben vor Wut reingehauen. Okay. Ich würde mich einmal gerne mit Ihnen. Bleiben Sie ruhig sitzen. Bleiben Sie ruhig sitzen. Ich wollte Ihnen noch die Foto zeigen von meiner. Ja, dann können Sie uns sehr gerne erstmal das Foto auch natürlich zeigen. Und danach würde ich mich sehr gerne mit Ihnen einmal unterhalten. Ja, während mein Kollege. Dürfen wir uns oben einmal umgucken? Meine Tochter. Schon fast schockierend sein Verhalten. Ich würde es schon fast schizophren bezeichnen, wenn er in den Spiegel schaut und dagegen schlägt, andererseits wieder weint. Und sehr, sehr komisch. Muss man auf jeden Fall aufpassen. Michael Smolik sucht im Zimmer der 18-jährigen Elli nach Hinweisen und macht tatsächlich einen verstörenden Fund. Eine kurze Frage. Reizwäsche im Mülleimer? Ich habe keine Ahnung. Warum sieht mir auch ein bisschen zerrissen aus? Das ist also wissen Sie was davon? Nee, also... Hat sie irgendwie immer mal wieder Männerbesuche vielleicht? Nicht, dass ich wüsste, also... Ich meine, ich trage auch sowas, Mama. Also, ach echt? Also zwar nicht so extrem, aber es ist doch normal. Also warum wühlen Sie denn jetzt da rum? Also das geht Sie auch nichts an. Natürlich, also Sachen, die da drin sind, oder? Es geht mich schon was an, weil Elli vermisst wird und im Mülleimer und ist halt auch, es ist ja wirklich kaputt. Ja? Ich formuliere es mal anders. Kann es denn sein, dass Elli sowas wie ein Camgirl ist oder der Prostitution nachgeht? Nein! Ist eine Möglichkeit. Ich meine, Sie unterstellen da gerade irgendwas, als ob sie sowas jemals machen würde. Das kann ich mir nie, nie vorstellen, dass Elli überhaupt sowas machen würde. Jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. Denn Michael Smolik wird auch den Vater der vermissten Schülerin mit den Dessous konfrontieren. Können Sie mir erklären, warum die Reizwäsche zerrissen ist? Der Streit ging doch auch um diesen Nuttenfummel. Die Wäsche stand dabei im Mittelpunkt. Ich habe diese billigen, primitiven Klamotten rein zufällig gefunden, als meine Tochter auf dem Klo saß und ihr Handy bimmelte im Rucksack. Ich wollte das ausschalten, weil mich das genervt hat. Und so bin ich an die Wäsche gekommen. Und als ich das gesehen habe, da habe ich also zu viel bekommen und habe das einfach zerrissen. Ich hau den Spiegel rein, weil ich bin da selbst in Schuld. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich das nicht zerrissen, vielleicht wäre sie noch hier. Ich persönlich denke nicht, dass Ralf Nickel was mit dem Verschwinden seiner Tochter zu tun hat. Dafür war er viel zu bestürzt. Und man hat ja auch gemerkt, dass er seine Tochter über alles liebt und sie auch vermisst.
Die vermissten Fahnder haben die Ortung von Ellies Handy veranlasst und einen Durchsuchungsbeschluss für ihre Online-Profile erwirkt. Als sich die Ermittler den Internetauftritt der Vermissten anschauen, stoßen sie bei Ellies Freundin Sonja auf Gegenwehr. Also das Einzige, was ich jetzt herausgefunden habe, ist, dass sie wohl ein ziemlich großer Fan von einer Crispy Rose ist. Was ist denn jetzt überhaupt nötig, dass sie da in ihrem Social-Media-Account jetzt nach irgendwelchen Nachrichten suchen? Also ich meine, das ist Privatsphäre. Also ich würde es jetzt auch nicht gutheißen, wenn sie da irgendwas rumschnüffeln. Ich verstehe, was sie meinen, aber wir gucken uns das ja nicht aus Neugier an. Also erstens haben wir die rechtliche Grundlage dafür und zweitens wollen wir ja ihre Freundin finden. Crispy Rose ist wohl eine Influencerin, die sich auch außerhalb von Duisburg eine beachtliche Reichweite erarbeitet hat. In ihrem Content geht es aber ganz viel um nackte Haut und um irgendwelche Sprüche für alle möglichen Lebenslagen und Situationen. Kennen Sie die Crispy Rose? Wissen Sie was davon? Hm? Dass sie dafür schwärmt? Crispy Rose? Ja. Nicht, dass ich wüsste. Also ich kenne Crispy Rose und nee, ich denke nicht, dass Ellie damit was zu tun hat oder mit ihre Sachen liked. Nee, denke ich nicht. Schau mal, Sandra, also hier schreibt sie auch, also die Crispy Rose schreibt hier, jede Frau hat ein Recht auf die Befreiung ihrer Lust, auch so viele Männer, wie sie will. Also sie scheint da schon eine ziemlich eindeutige Sprache zu sprechen. Und in Kombination mit dieser Reizwäsche würde es ja schon dazu sprechen oder dafür sprechen, dass die Ellie im Moment Ellie auf ja, unverbindlichen Sex gerade aus ist. Schau mal, ich habe hier auch noch einen Nachrichtenverlauf. Scheinbar scheint die Ellie die Crispy Rose angeschrieben zu haben. Schau mal, Sandra. Und womöglich gab es da halt auch schon ein Treffen. Also sie haben sich verabredet und scheinbar auch getroffen. Wissen Sie echt nichts darüber, dass sie die Crispy Rose getroffen hat? Nee, wirklich nicht. Zum einen wundere ich mich, dass die Influencerin darauf geantwortet hat, weil das ist ja eigentlich eher unüblich. Die sind ja gerade, wenn man so eine Influencerin geantwortet und ist doch nichts dabei. Uns ist bei der Befragung aufgefallen, dass Sonja, die beste Freundin unserer Vermissten, nichts über die Interessen ihrer Freundin Bescheid weiß. Und das ist schon ungewöhnlich auffällig. Sie scheint irgendetwas zu wissen. Was verheimlicht sie uns? Gemäß ihrem Nachrichtenverlauf hat sie auch Kontakt zu einem Jan Holder. Kennen Sie den Namen Jan Holder vielleicht als Ihre beste Freundin? Nee, den kenne ich wirklich nicht. Wirklich nicht. Okay, also da geht es wohl darum, dass die mehrere teure Dates hatten, also teure Dates für den Jan Holder zumindest, und dass sich die Ellie im Nachhinein nicht mehr bei ihm gemeldet hat. Okay, dann würde ich tatsächlich den Jan Holder mal sprechen wollen. Ist da irgendwie eine Adresse, eine E-Mail-Adresse, Telefon? Ich schaue gerade für dich. Also er hat hier angegeben, dass er in einem Sportstudio arbeitet. Schau mal, das ist die Adresse. Hat dieser Fitnesstrainer, mit dem Ellie gechattet hatte, ihr etwas angetan, weil sie ihn nach teuren Dates abblitzen ließ? Sandra Fromme und Michael Smolik werden dieser Frage auf den Grund gehen. Herr Holder, richtig? Was fällt Ihnen ein? Ja, ziehen Sie sich bitte mal das Handtuch an. Wir haben ein, zwei Fragen an Sie. Ja, ziehen Sie sich das Handtuch mal an und kommen Sie mal bitte raus. Sofort. Komplett, ja. Einmal Platz nehmen, Kollegen kommen auch gleich. Sorry für den Überfall, aber wir ermitteln in einem vermissten Fall. Wir haben das Social-Media-Profil von Ellie Nickel durchforstet. Sagt Ihnen der Name was? Wo soll ich schon anfangen? Wir haben uns auf einer Dating-App kennengelernt, ja, haben ab und an mal zusammengeschrieben. Ich habe sie ausgeführt und wie ein Vollidiot habe ich alles gezahlt. Ellie wird vermisst. Ist Ihnen bekannt? Nee, davon höre ich jetzt zum ersten Mal. Okay, und Sie haben sich getroffen wegen dieser Dating-App. Was ist dann noch gelaufen? Ging noch mehr? Ging noch mehr. Das ist das Einzige, was ich mir aus dem ganzen Ding erhofft habe, war halt eine Nummer oder sonst irgendetwas, ja? Ob sich daraus jetzt Gefühle entwickeln oder nicht, war erstmal sekundär. Also quasi als Gegenleistung dafür, dass Sie sie ausgeführt haben, oder was? Drehen Sie es, wie Sie es wollen. Heutzutage ist es ja gang und gäbe, dass es so läuft. Also ganz ehrlich, ich kann es ja so ein bisschen nachvollziehen, wenn man ja, sich bemüht hat bei einer Frau und dann kriegt man einen Korb und man hat nicht das bekommen, was man sich erhofft hat. Da ist das Ego schon ein bisschen angekratzt. Aber könnte es nicht sein, dass Sie was mit dem Verschwinden von der Ellie zu tun haben? Haben Sie ihr vielleicht was angetan? Was? Ich? Einem Mädchen etwas antun? Oh mein Gott, niemals! Nicht mal dieser Bitch von Ellie würde ich was antun. Naja, Sie hätten ja durchaus ein Motiv. Rache zum Beispiel? Oh mein Gott, nein. Okay, also ich denke, Sie haben jetzt erstmal Gelegenheit, sich komplett abzutrocknen und sich anzuziehen. Und wenn Sie dann hier Feierabend haben, dann kommen Sie bitte selbstständig bei uns auf die Wache. Durch sein Verhalten macht sich Jan Holder schon sehr verdächtig. Ich meine, er reagiert sehr aggressiv auf Ellie Nickel. Er hat einen Korb kassiert, kommt damit vielleicht nicht klar. Vielleicht hat er aus Rache gehandelt. Sandra, warte mal kurz.
Ein Kollege vom IT hat sich das Profil von der Crispy Rose angeschaut. Und es ist wohl so, dass er herausgefunden hat, dass er denkt, dass ihre Zeit abgelaufen ist. Das heißt, die Sponsoren sind abgesprungen. Und sie hat sich jetzt auf eine Plattform angemeldet, die nennt sich My Groupie hier. Das heißt, sie zieht sich aus, oder halt in Reizunterwäsche, für Fans und die bezahlen dafür. Ja? Ich glaube jetzt, oder was mir gerade in den Kopf gekommen ist, wenn die Ellie so fanatisch schon praktisch in diese Crispy Rose war, das ist ja nicht mehr nur Fanliebe, ist ja schon fast mehr, hat sie dann vielleicht auch Bock gehabt, sowas zu machen, wegen dieser Reizunterwäsche, die ich gefunden habe im Mülleimer? Hat sie sich womöglich mit ihr getroffen und hat sich zeigen lassen, wie man diese Fotos macht? Vielleicht. Also es kann gut sein, dass es genau aus diesem Grund passiert ist. Deswegen würde ich vorschlagen, ich bestatte der Crispy Rose mal einen Besuch mit dir zusammen, oder? Ich kann nicht. Ich habe noch einen Termin auf der Wache. Kannst du mich da vorher rausschmeißen? Ja, klar. Als Michael Smolik jetzt mit Kollegin Sabine Dietz an der Wohnung der Influencerin eintrifft, werden sie Zeugen einer hitzigen Auseinandersetzung. Da ist sie. Und dieser Typ, wer das ist, warte mal. Hey, warte mal, warum steigen wir? Business. Was ist das? Nein, es geht um Business. Es geht um Business. Es geht um irgendwas Vertragliches. Das sind Schüler hier. Hallo. Guten Tag, die Polizei. Was wollen Sie denn hier? Erklären wir ihn gleich. Dürfen wir rein? Ja, klar. Komm mal kurz rein gerade. Ein bisschen stressig hier. Oh Mann, Schnuffelhase. Das ist wirklich keine schlimme Sache. Nein, das ist geil. Das wird uns nach vorne bringen, Baby. Doch. Okay, jetzt einmal bitte runterkommen. Wie sind Crispy Rose? Ja. Wie ist Ihr richtiger Name? Isabel Buchholz. Isabel Buchholz. Oliver Rassel, schönen guten Tag. Ich bin Ihr Manager und Sponsor und ein bisschen die ganze Geschichte hier mit den Videos und Filmdrehen und so. Der Oliver Rassel ist für mich kein Unbekannter. Wir hatten mehrere Einsätze in seinem Club wegen Drogendelikten. Da wird verkauft, da wird konsumiert. Ihm konnten wir allerdings nie was nachweisen. Worum ging es in diesem Streit gerade? Vertragsdetails. Interne Geschichte. Ja, das ist auch er ist einfach der Meinung, dass es genau so laufen muss, aber ich sehe das anders. Ja, das ist Business. Das okay, ist Business. Deswegen sind wir auch nicht hier. Gut, wir suchen diese junge Frau, schauen Sie mal. Hier. Kennen Sie die? War die schon mal hier? Die ist vermisst. Frau Buchholz, noch mal genau überlegen. Sie kennen diese Dame nicht? Nee, noch nie gesehen. Wir haben nämlich Beweise dafür, dass es einen Schriftverkehr gab zwischen Ihnen und dieser Dame über Social Media. Ich habe 600.000 Follower. Da weiß ich nicht, wer mir da irgendwann mal was geschrieben das sind hat. Einige, ja. Also, ja. Okay, da habe ich nicht den Überblick, tut mir leid. Frau Buchholz, aber mit dieser jungen Dame hier, ich zeige sie noch mal gerne, haben Sie sich verabredet zu einem Treffen. Und selbst wenn man 600.000 Follower hat, ich meine, sie wird vermisst, so ein Ereignis vergisst man nicht. Ja, also, das ist doch, nicht einfach. Doch, Moment, ja. Die hat mich zugetextet, bis zum geht nicht mehr. Und dann, genau, wir wollten uns treffen und ich bin dann darauf eingegangen, weil die hat geschrieben und geschrieben und geschrieben. Und dann, aber ich hatte leider keine Zeit, ich musste Fotos machen, Videodrehs und ich habe sie nicht gesehen. Also wir wollten uns treffen, ja, aber das Treffen hat nicht stattgefunden. Okay, erklären Sie mir mal was zu Ihrem MyGroupie-Account. Was ja, ist das? Hm? Das ist, ja, umso mehr Geld fließt, desto weniger Textilien. Also ein paar schöne Fotos und... Heißt was? Je mehr die Follower bezahlen, desto mehr ziehen sich aus. Genau, Erotik-Business. Dass sich die Follower dann dafür davon inspirieren lassen könnten, wie jetzt Ellie zum Beispiel, ist ihnen egal. Ja, was heißt egal? Also es ist halt. Heutzutage ist alles. Die Leute, die wollen das auch. Die wollen das, die wollen mit viel Geld ein bisschen was machen. Das ist heute die Welt. Ich sag ja auch nicht, dass das andere machen müssen. Ne? Es ist halt schön, wenn man sich ein Beispiel daran nimmt. Das macht ja auch Spaß. Wir müssen auch so ein bisschen jetzt weitermachen mit unseren Filmen und Fotoaktionen. Ich würde einfach bitten, dass Sie wirklich, wenn noch was sein soll, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns an, bitte. Ja? Also Oliver Rassel und Crispy Rose waren jetzt nicht besonders freundlich zu uns und sind auch wahrscheinlich keine unbeschriebenen Blätter. Aber im Moment habe ich nicht den Eindruck, dass sie was mit dem Verschwinden von Ellie Nickel zu tun haben. Das dürfte das Team auf der Wache allerdings anders sehen. Bora Aksu hat nämlich gerade herausgefunden, dass Influencerin Crispy Rose seine Kollegen angelogen hat. Sandra Fromme hat ebenfalls eine interessante Entdeckung gemacht. Und schau mal, was ich jetzt hier gefunden habe. Und zwar gibt es hier einen unbekannten Nutzer auf dieser MyGroupie-Seite. Und dieser Nutzer schreibt der Crispy Rose, hey Crispy, jeder Euro war sein Geld wert. Ich kann es nicht fassen, dass ich der Meistbietende war. Hey, unsere Nacht war der Hammer. Und ich hoffe, für dich war das genauso geil. Ich will mehr davon.
Also das klingt ja so, als ob sie nicht nur Fotos von sich verkauft, sondern auch ihren Körper. Und jetzt lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte mal, dass sie das mit Sicherheit nicht angemeldet hat. Also gehen wir jetzt hier von illegaler Prostitution aus, richtig? Ja. Ich habe auch schon so ein bisschen geschaut und weil uns die Crispy Rose ja von dieser MyGroupie-Seite erzählt hat. Und es ist tatsächlich so, guck mal, das ist unsere Vermisste. Das ist Ellie, die ist auch bei MyGroupie und die hat hier einige freizügige Fotos gepostet. Und nicht nur Ellie ist auf diesem Account, sondern auch Sonja, ihre Freundin. Das erklärt auch, warum sie hier so rumgedruckst hat. Sonja ist auch da drin, ne? Ja. Ja, das erklärt natürlich einiges. Der Bohrer hier? Ah, super, okay. Könnt ihr den hochschicken, aber der soll sich bitte erstmal vorne im Fluss, genau, im Flugplatz nehmen. Danke. Der Jan Holler ist da. Das ist gut, weil zu dem habe ich hier nämlich auch gerade was gefunden. Entschuldigung, ich konnte nicht mehr warten. Tut mir leid. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Meine Tochter Sonja ist verschwunden und ich habe keine Ahnung, wo sie gerade ist. Setzen Sie sich mal erstmal. Und jetzt atmen Sie tief durch. Und jetzt erzählen Sie, was ist passiert. Wir sind nach Hause vom Revier und sie war schon so komisch. Sie war ja auch schon irgendwie seltsam und sie hat nicht mit mir gesprochen. Sie war abweisend und jetzt ist sie einfach weggegangen und ihr Handy ist aus. Das hat sie noch nie gemacht, auch wenn wir uns gestritten hatten. Ellie Nickel und Sonja Fink sind beide auf MyGroupie, haben dort sexy Fotos von sich selbst gepostet und verkauft. Ich kann mir vorstellen, dass diese beiden vermissten Fälle etwas damit zu tun haben. Wir haben im Moment gerade so einen Punkt, wo alle Stränge zusammenlaufen. Und ich muss meinem Kollegen noch gerade ein bisschen was erzählen, ja? Ich habe nämlich jetzt noch mal auf den Account von der Ellie geguckt. Mhm. Und hier ist nämlich ein Post von jemandem, der heißt Fitboy93. Mhm. Der schreibt, ich dachte, du wärst was Besonderes. Das ist so billig, du Schlampe, du Nutte. Das wird dir noch leid tun. J. Punkt. Und das eine ist, er schreibt ja so ganz eindeutig, scheint er sie zu kennen. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist dieses Tattoo. Das habe ich schon mal gesehen, weil ich war mit Michi doch in diesem Sportstudio und habe mit dem Jan Holder gesprochen. Und der war am Duschen und der hat definitiv so ein Tattoo. Die Beamten werden Jan Holder sofort mit seiner Hassnachricht an Ellie Nickel konfrontieren. Aber ist der Fitnesstrainer auch für das Verschwinden der beiden Freundinnen verantwortlich? Herr Holder, Sie sind hier auch aktiv auf dieser Plattform MyGroupie, ist das richtig? Bullshit. Sie haben doch ein Tattoo dort auf dem Unterarm. Meinen Sie das? Genau. Ja, das hat doch jeder Zweite heutzutage, der auf der Straße rumläuft. Auf dem Unterarm natürlich schon, aber nicht unbedingt das gleiche Motiv. Herr Holder, wir wissen, dass Sie dort auf MyGroupie unterwegs sind und dass Sie die Ellie beleidigt haben. Ja, wie gesagt, das ist doch Bullshit. Das Herr Holder, ich bitte Sie, wollen Sie das jetzt weiterhin abschreiten? Ehrlich jetzt? Okay, ja. Ja, Sie haben recht. Herr Holder, wir vermissen aber inzwischen auch die Sonja Fink. Und wir wissen, dass Sie Fotos von Sonja gekauft haben. Auf MyGroupie. Ja, ja, so war's. Und wenn ich dann schon mal auf der Seite war, muss ich einfach sagen, ich bin auch nur ein Mann mit seinen gewissen natürlichen Bedürfnissen. Da habe ich halt auch die Bilder von der Sonja gesehen und ich muss einfach gestehen, dass sie mich halt gereizt haben. Und das war purer Zufall, oder was? Herr Holder, wir möchten von Ihnen wissen, ob Sie auch käuflichen Sex haben wollten. Von Ellie Nickel oder Sonja Fink. Schwachsinn. Ja, der Bohrer hier? Wo? Alles klar, ich weiß Bescheid. Sandra, pass auf, das Handy von der Ellie konnte geortet werden. Und es ist eingeloggt in einem Sendemast in der Nähe von dem Loft der Crispy Rose. Also kann sein, dass die Rose uns tatsächlich angelogen hat. Die hat uns die ganze Zeit was vorgemacht. Ja. Sabine ist unten, ich weiß es. Ich nehme Sabine mit. Ja, okay? Okay. Alles klar. Die Ermittlerinnen verlieren keine Zeit. Sie fürchten, dass Ellie Nickel von ihrem großen Idol zur Prostitution überredet oder sogar gezwungen wurde. Wir haben auf jeden Fall den Vater unserer Vermissten, den Herrn Ralf Nickel, benachrichtigt. Wir hoffen natürlich, dass wir Ellie Nickel hier wohlbehalten auffinden. Nichtsdestotrotz ist das eine emotionale Stresssituation und da hilft natürlich ein Familienangehöriger auf jeden Fall. Sandra, komm, Jen, ist offen, wir können hier rein. Da ist sie. Frau Buchholz! Frau Buchholz, halt! Stehen bleiben! Warten Sie!
ruhig, ganz ruhig. Wo wollen Sie jetzt hin? Was ist los? Tut mir so leid. Wo ist die Ellie? Ich kann nichts dazu sagen. Ich habe so Angst. Wovor haben Sie Angst? Wer ist noch hier? Ich kann nichts sagen. Tut mir leid. Das hat keinen Zweck. Frau Buchholz, kommen Sie mit. Wir gehen zum Wagen. Sandra Fromme macht sich sofort auf die Suche nach Ellie. Die Lage ist brisant und könnte jederzeit eskalieren. Hier ist die Kriminalpolizei, aufmachen! Auf hier los, geh mal auf hier los! Wow, 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 wow. Alles gut! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Geh hier runter, setz dich hin! Herr Ressel! Was macht ihr? Ganz ruhig! Was wollt ihr? Schauen Sie mal hier, ich leg die Waffe weg. Ja, das ist schön, was wollt ihr? Was macht ihr? Hey, hey, hey! Hey! Scheiße! Schluss hier! Oh, Mann! Fuck! Oh, was wollt ihr, ey? Was wollt ihr? Boah, Mann, das ist alles von Chris für die Schuld, Mann, ey. Ja, dann machen Sie mal ganz ruhig hier. Oh, Scheiße. Sie sind jetzt in Sicherheit, ja? Sie sind in Sicherheit. Alles gut. Ruhe! Was passiert? Fuck! Chris, wir hatten Olli angeworfen. Ich sollte gegen Geld für die Schuld schlafen. Die Influencerin hatte das Mädchen überredet, Sex gegen Geld anzubieten. Der Clubbesitzer wollte damit Geld verdienen. Weil sie einen Rückzieher machte, hat er sie mit einem Cocktail aus Drogen und Alkohol gefügig machen wollen. So, so, und wie wollten Sie dann verkaufen bei Ihnen im Club, oder was? Was heißt verkaufen? Erstmal wollen wir beide ein bisschen Spaß haben und dann mal schauen, wo die Reise hingeht. Natürlich muss ich meine Models ein bisschen testen und so. Crispy Rose hat ja erstmal versucht, vor uns wegzulaufen. Sie war komplett aufgelöst, sie war völlig überfordert mit der Situation, auch damit, dass Ellie halt tatsächlich so schwer angeschlagen war durch die Drogen. Das war einfach zu viel für die Frau. Ja, sein, gute Besserung. Der Rettungswagen ist unten, ja? Gehen Sie mit Ihrer Tochter runter, geht das? Passen Sie ein bisschen auf. Ich komme ins Krankenhaus. Wir haben die Mitteilung bekommen, dass Sonja Fink wieder zu Hause aufgetaucht ist. Es war ihr peinlich, dass wir die Fotos gesehen haben. Auch vor ihrer Mutter wollte sie nichts sagen. Sie ist aus eigenem Antrieb abgehauen und auch selber wieder aufgetaucht und war nie Teil des Verschwindens von Ellie Nickel. Clubbesitzer Oliver Ressel wird sofort in Gewahrsam genommen und bis zum Gerichtsverfahren in Untersuchungshaft bleiben. Fitnesstrainer Jan Holder erwartet eine Anzeige wegen Beleidigung. Mit Ellies Verschwinden hatte er aber nichts zu tun.